heute letzter Tag. Letzter freier Tag, was heißt letzter freier Tag ist es nicht, aber letzter Tag an der Havel-Oase. Und wie ihr ja gesehen habt gerade, der Platz ist leer. Ja. Also von den, ich glaube, 14 Wohnmobilen sind noch vier Stück da. Also 10 Wohnmobile sind abgereist. Ja. Und so lässt sich das auch ehrlich gesagt aushalten, zumal jetzt auch gerade mal die Bauarbeiten ruhen. Also es fing heute früh schon wieder an, selbst am Sonntag. Da hätte ich mir jetzt mal wirklich gewünscht, einen Tag frei ohne Bauarbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sind zwar nicht so super laut, aber es ist halt auch eine gewisse Unruhe dann halt da, ne? Weil die hin und her laufen und machen und tun. Und man möchte einfach mal so einen Tag in der Woche, wo man mal so abschalten kann, finde ich. Also, ja, wir haben ja gestern noch ein sehr nettes Pärchen kennengelernt. Liebe Grüße an den Guido und an die Ina. Ja, servus. Mit denen haben wir gestern einen wunderbaren Abend verbracht, einen lustigen. Ja, und die sagten auch, die fanden das auch störend, zumal hier hinten noch eine Werft ist, eine kleine, ne? Ja. Und da wurde gestern auch gebaut? Nee, das war hier am Haus, wo gebaut worden ist. Die Werft hörst du nicht. Ach so. Ja, die sind hier am Haus am Renovieren oder was? Ach so, okay, das wusste ich nicht. Also mit Trennschneide und Schleife. Ach so, ne? Das wusste ich nicht. Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil wir ja gestern mit dem Fahrrad unterwegs waren. Beim Primus, komischerweise, hat man keinen Empfang. Das heißt, wie gesagt, es hat angezeigt, aber es kam nichts. Und wir wollten eigentlich so einen Gasthof gucken, ob der offen hat. Da wäre 2 Kilometer weiter gewesen, aber konnte man nicht gucken. So, also sind wir mit etwas leicht hungrigen Magen wieder zurückgefahren. Und dann haben wir noch ein bisschen gegrillt und haben mit dem Guido und mit der Ina noch zusammengesessen. Bis es so kalt wurde, dass wir reingehen mussten und dann auch 22 Uhr war und dann ja auch Ruhe hier sein muss. Aber es war sehr schön, war ein wunderbarer Abend gewesen und das war ganz lustig, weil ich hatte nämlich Nachmittag Wasser ausgefüllt im Wohnmobil und Michael hat gesagt, ich soll holen gehen da am Hahn, aber ich habe das nicht gesehen, dass an der blauen Säule hinten dran ein Wasserhahn ist und davor ist auch noch mal ein Wasserhahn angebracht. Und ich habe aus dem falschen Wasserhahn das Wasser genommen, habe aber auch schon so 4-5 Kannen reingetan ins Wohnmobil. Und dann kam, wie sich rausstellte, dann später der Guido und hat gesagt, das ist der falsche Hahn, das ist das Gartenwasser. Hat man uns zumindest gesagt. Und ich so, oh nee, oder? Können wir jetzt alles wieder ablassen und neu einfüllen oder wie? Und oh. Ja, also Gott sei Dank war es wohl so gewesen, dass das Wasser aus dem Brunnen kommt, ne? Ja, das Trinkwasser. 15 Meter oder so hat er gesagt, ne, ist der tiefste Trinkwasser und wir konnten es drin lassen, Gott sei Dank. Oh. Ja. Ja, naja. Ja, und so haben wir die zwei kennengelernt, die Ina und den Guido, die dann nämlich uns erzählt haben, dass sie unsere Videos alle gucken und wir so, oh. Wir können uns jetzt nicht mehr daneben benehmen, haben wir festgestellt. Machen wir eh nicht. Wir müssen uns jetzt immer ganz ordentlich benehmen. Wir können nicht mal eben über den Durst trinken und über den Platz stolpern, sondern wir müssen jetzt immer ganz ordentlich und fein sein. Sonst werden wir nämlich gefilmt. Auf jeden Fall war das sehr, sehr nett. Also wir haben uns gefreut und ja, also wenn jemand uns mal sieht, dürft uns gerne mal ansprechen. Wir haben nämlich einen, wie gesagt, schönen Abend dann mit den beiden verbracht. To play in your fun and your games, always hungry.
pandemonium. Life is so easy. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you pandemonium? So, wir sind jetzt startklar zum Nachhausefahren. Also, wir wollten noch mal sagen, wir haben uns ja auch mit dem Chef noch mal hier unterhalten und zwar das auch ein bisschen länger. Man sieht natürlich immer so vieles auch von seiner eigenen Perspektive als Wohnmobilfahrer, aber als Platzinhaber, glaube ich, hat man es auch oft nicht ganz so einfach, ne? Nee. Also, wir haben nochmal angesprochen wegen den Spülbecken. Gut, das ist halt, er sagt, man hat hier umsonst Wasser, was man sich ziehen kann und kann jederzeit sich holen. Und dann muss man halt draußen mit, was weiß ich, Plastikeimern oder so waschen oder Schüsseln, ne? Ja. Ich finde es schade, weil das würde auch zu diesem wunderschönen Platz hier einfach passen, weil der ja auch einiges an Komfort bietet. Die Müllentsorgung, da haben wir auch noch mal drauf angesprochen, weil das ja mit den 50 Cent immer so ein bisschen, ja, du musst halt immer die 50 Cent parat haben oder musst eben umtauschen gehen. Und wenn du jetzt einfach nur mal eine Flasche wegschaffen willst oder ein einzelnes Produkt, irgendwas, ja, weil die wollen es ja auch getrennt hier haben, dann ist das halt, dann sammelt sich da ganz schön was an. Und dann hat er dann halt eben gesagt, ja, sollte man die, kann man auch mal unter das Wohnmobil legen oder so. Davon halten wir ja eigentlich gar nichts, weil es zieht ja auch irgendwo Tiere an und so. Das geht nicht. Also ich finde es auch nicht so ganz so optimal. Er sagte, er hat aber bis vor 2 Jahren hat er das pauschal gemacht. Da war die Tür offen und er hat dann gesagt, was er dann in dem Müllraum vorgefunden hat, das war dann immer nicht mehr lustig. Also von, ne, Matratzen, was hat er noch gesagt? Ja, Matratzen, kaputte Angeln und weiß der Geier was. Ja, also die haben alles hier entladen. Und der hat uns auch einige Storys erzählt von Wohnmobilfahrern, die dann auch letztes Jahr, wo er so den Rasen hier gepflegt hat, weil es war ja so eine Dürre letztes Jahr, er hat sehr viel Wasser investiert, damit der Rasen schön bleibt. Und dann haben eben einige Leute einfach das Abwasser hier laufen lassen und es gibt Wohnmobilfahrer. Wir haben den Eimer neben dem Abfluss gestellt oder so, also als ob. Ja. Zuletzt, was sie in den Ding laufen lassen, haben sie aber nicht gemacht. Also ich glaube auch, als Wohnmobilstellplatzinhaber oder Campingplatzinhaber hat man es echt nicht ganz so einfach manchmal. Und wir wollten einfach nur noch mal sagen, im Großen und Ganzen, es war wieder ein sehr schönes Wochenende. Wir würden jetzt Wochenende nicht mehr fahren, weil dann es doch sehr voll wird. Wir haben die Möglichkeit, unter der Woche zu fahren. Wir können uns das aussuchen und dann würden wir das auch nutzen. Klar, die Leute, wenn sie berufstätig sind, wollen sie am Wochenende raus. Ist absolut verständlich. Uns war es ein bisschen dann zu voll. Aber heute, wir sind die Einzigen übrigens jetzt. Montagmorgen ist alles abgereist. Wir sind die Letzten. Und also unter der Woche hier sich hinzustellen, das ist ein Traum. Nach wie vor. Ja. Ist halt immer noch jetzt Mittel mit Baulärm hier, aber gut, das muss halt eben auch mal gemacht werden. So ein Bootchen muss halt eben auch gebaut werden. Und aber ansonsten ist das hier ein wirklich wunderschöner Platz und wir können nach wie vor auch das zweite Mal die Havel-Oase empfehlen. Ja. Also von uns gibt's einen Daumen. 15 Euro haben wir bezahlt nach oben. Pro Tag. Plus 1 Euro für den Hund.
15 Euro plus 1 Euro für den Hund und mindestens 2 bis 3 Euro muss man Strom rechnen. Ja, 2 würde ich sagen, 2 Euro am Tag. Muss man in die Säule einwerfen. Ja. Und, um sicher zu sein, dass du 24 Stunden lang Strom hast. Kommt halt darauf an, was du angeschlossen hast, was läuft. Ja, naja, aber wir haben immer viel Technik. Naja, das ist ein bisschen leid. Also viel haben wir an sich nicht. Der Kühlschrank ja die ganze Zeit auf Strom läuft, ja. Aber das war es dann auch schon fast. Und der also war ein Kilowatt weg in 15 Stunden oder so. Also wie gesagt, man muss mit 2 Euro Strom am Tag rechnen. Ja. 1 Euro, wie gesagt, der Hund, 15 Euro das, sind 18 Euro am Tag, ja, kostet dieser Stellplatz. Trotzdem wollen wir das nochmal probieren mit dem Daumen nach oben zusammen. Ja klar. Ihr kriegt von uns einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's ab nach Hause. Leider eigentlich irgendwie, aber auf der anderen Seite auch schön. Mama geht's gut. Den Umständen entsprechend gut, Gott sei Dank, alles gut gegangen, die 4 Tage jetzt. Und dann machen wir es mal auf dem Heimweg jetzt, okay? Ja. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und vielen Dank immer fürs Zuschauen. Freuen wir uns. Bis bald. Ciao.